Hi Leute, wir machen heute ein Video über eine Elektroseli und ich befinde mich gerade auf Watatsumi. Genau hier unterm Sangonomiya-Schrein und ich habe mit einer Seli eine Runde gedreht. Einmal im Uhrzeigersinn bis hier rein. Und ja, das war eine förmliche Weltreise, aber man sieht, es lohnt sich, es gab eine luxuriöse Kiste. Ist natürlich mega geil, ne, eine luxuriöse Kiste zu bekommen. Ich glaube, es gab keine Errungenschaft an der Stelle. Also das war keine Errungenschaft. Schade eigentlich. Aber die Rewards hier, die nehme ich natürlich trotzdem an der Stelle. Also wir sind hier angekommen und wir backtracken das jetzt. Das fängt bei dem Teleporter beim Dorf Boru an. Und zwar befindet sich da so eine einsame Seli. Die steht genau hier vor mir am Anfang, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Also die müsste genau da stehen. Genau hier. Und mit der fangt ihr an und mit der geht ihr einen Weg. Und der Weg geht erstmal nach hier unten. Ihr habt die hier bei diesem Baum. Ich glaube, die Seli löst auch das Relay-Rätsel von alleine. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich habe dieses Relay-Rätsel legit einfach automatisch gelöst. Ich hatte da eine Truhe und ich habe keine Relay-Steine. Also gehe ich davon aus, dass die Seli das gemacht hat, aber da bin ich mir nicht sicher. Und ihr begleitet die Seli hier zu so einem Rätsel mit einer Elektrobarriere. Und ihr müsst einen Würfelrätsel machen. Die bewegen sich alle einzeln in eine Richtung. Das heißt, ihr könnt jeden von den dreien hier einzeln tauen. Und die müssen alle in die Richtung von dem da unten gucken. Und das ist in die Richtung. Also nach da vorne. Alle von den dreien so einstellen. Dann habt ihr das Elektrokanum. Könnt da rein und löst die Seli aus. Und dann folgt ihr der Seli weiter. Das streckt sich eine Runde. Also wirklich von hier, wo ungefähr das Kleeblatt ist und so, so eine ganze Runde, die wir jetzt gehen. Dann gibt es hier wieder eine Elektrobarriere. Und da müsst ihr hier Respekt zollen und dann spawnt ein Blitzlava-Churl, den ihr besiegen müsst. Und danach ist die Elektrobarriere weg. Von hier aus geht's weiter. Ihr folgt halt einfach immer der Seli. Die bewegt sich wirklich förmlich im Kreis. Die geht an dieser Angelstelle da vorbei. Wo ihr so ein Relay-Rätsel habt. Aber da es da halt keine Elektrobarriere gibt, ist das halb so wild. Dann zieht die darüber. Für die Barriere ist das Elektrogranum übrigens da oben. Da ist ein Elektrokulus drin. Und ihr folgt einfach der Seli. Die fliegt hier einfach, wie gesagt, die ganze Zeit voran. Einfach nur folgen an dieser Elektrobarriere mit den Kristallen vorbei. Dann geht es hier weiter landinwärts. Da ist nochmal ein Würfelrätsel. Da müssen alle in dieselbe Richtung gucken. Und zwar nach vorne. Weil der da in der Mitte, der ist fest. Das heißt, ihr stellt das ein, dass die alle in die Mitte kommen. Dann kommt ihr in die Barriere rein. Dann folgt ihr. Also wir sind jetzt hier, ne? Also wir haben wirklich, wie gesagt, so eine Runde gedreht. Dann folgt ihr der Seli weiter. Die fliegt immer mal wieder ein paar große Bahnen. Also die ist irgendwo hier. Die fliegt irgendwo in der Luft rum. Geht zu dem Baum hier. Fliegt dann wieder irgendwo hier in der Luft rum und macht dann vor euch einfach die zwei Truhen auf dem Berg auf. Also wir sind jetzt da, wo wir angefangen haben. Und wie gesagt, das war einfach eine luxuriöse Truhe, wo man relativ lange einer Elektroseli folgen musste.
Und das war's für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Videos zu Genshin Impact haben wollt, dürft ihr gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal. Bye, bye.